Hallo Leute und willkommen hier bei MeAppleCat. Was hat sich in den letzten Jahren nicht so wirklich viel weiterentwickelt? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Die Dame hier, Siri, die ist ja nicht so smart, wie man das gerne hätte. Und manchmal gibt es auch wirklich solche Antworten, wo man denkt, oder gar keine Antwort. Aber heute zeige ich euch, wie ihr aus Siri Super Siri machen könnt oder wie auch immer ihr das später nennt. Also ihr könnt ihn ein bisschen cleverer und performanter machen. Das Ganze geht mit einem Shortcut, also mit einem Kurzbefehl. Und na, ich zeige es euch gleich. Erst machen wir mal einen kleinen Vergleich. Ich frage einfach mal was. Moment, ein bisschen lauter machen, dass ihr Siri-Line auch gut hört. Wieso wachsen Bananen krumm? Hier ist das Resultat meiner Websuche. So, und ihr seht, wir bekommen einfach nur quasi was Ergoogeltes angezeigt und da kann man dann reinklicken und selbst schauen. Aber ich hätte auch gern direkt die Antwort. Also starten wir Super Siri. Starte Super Siri. Worum geht es? Wieso wachsen die Bananen krumm? Und ihr seht, ja, sie arbeitet, sie ist dran und sucht uns jetzt hier ein anständiges... Bananen sind normalerweise nicht krumm. Bestimmte Sorten von Bananen können unter speziellen Bedingungen krumm werden, aber das ist normalerweise eine Ausnahme. In den meisten Fällen kommen krumme Bananen aufgrund von schlechten Erntemethoden oder Druck während des Transportes vor. Die Sorte kann auch eine Rolle dabei spielen und bestimmt... Okay. Danke, danke. Also ihr seht, hier kommt eine echte Antwort, die sie uns dann eben auch vorliest. Wir machen noch einen kleinen Test. Wie wäre es mit einem Rezept für... zeig mir das Rezept für Tomate Mozzarella. Hier ist das Resultat meiner Websuche. Ja, und wir bekommen wieder die Websuche, reinklicken und selber schauen. Aber wir wollen das ja richtig haben. Also starte Super Siri. Worum geht es? Zeig mir das Rezept für Tomate Mozzarella. Und sie arbeitet wieder kurz. Sekunde. Und wir bekommen dann gleich, wenn alles gut läuft, ein richtiges Rezept angezeigt und nicht nur so eine Websuche. Zutaten: 200 Gramm Tomaten, 200 Gramm Mozzarella, 2 l Olivenöl, 2 l Balsamico-Essig, frische Basilikumblätter, Salz und Pfeffer. Zubereitung: Erster die Mozzarella in Scheiben schneiden. Ja, danke schön, das reicht schon. Also ihr seht, gut, ne? Auf jeden Fall viel, viel besser wie das, was Siri sonst so abliefert. Und jetzt zeige ich euch, wie ihr auch eure Siri super macht. Ihr findet alles, was ihr dafür braucht, hier unter dem Video verlinkt. Das sind zwei Links. Der erste führt euch auf diese Seite hier, auf API Keys, beziehungsweise ihr landet dann auf der Login-Seite. Dort müsst ihr euch kurz einen Account machen und dann könnt ihr euch einloggen. Und dann sucht ihr hier den Punkt oder kommt auf den Punkt API Keys. Und dann macht ihr einfach hier Create New Secret Key, einmal kreieren, dann das Ganze kopieren in die Zwischenablage. So, einmal kopiert und dann sind wir hier auch schon fertig auf der Seite. Dann geht es mit dem zweiten Link weiter, der führt uns dann zu dieser Seite hier. Da macht ihr dann einfach hier den Punkt Kurzbefehl erhalten einmal auswählen und Kurzbefehl hinzufügen einmal auswählen. Und dann habt ihr hier den Punkt oder den Kurzbefehl intelligente SynAPI. Oben auf die Pünktchen gehen, dann können wir den erstmal hier oben umbenennen, denn wir wollen ja, oder ich will das Ganze hier Super Siri nennen. Ihr könnt das nennen, wie ihr wollt, aber ich sage jetzt hier einfach mal, das ist meine Super Siri. So, fertig. Umbenannt wäre das Ganze schon mal. Dann haben wir als nächstes hier das Feld Text. Da löschen wir mal raus, was drin ist und kopieren unseren API-Key rein, den wir eben erstellt haben auf der anderen Seite. Ja, und dann passt das Ganze schon. Und dann können wir noch als nächstes ein bisschen weiter runter scrollen und in diesem Feld mit Nachtext, mit Queries, Sabalaba, Fragen, das löschen wir einfach mal raus. Und dann könnt ihr eintragen, was Siri immer sagen soll. Machen wir einfach mal, was geht. Was geht? Fragezeichen. So, fertig. Einmal auf Fertig klicken und dann haben wir Super Siri ja, quasi fertig eingerichtet. Ich tippe jetzt mal drauf. Damit wird es schon aktiviert. Da geht aber nur so ein Textfeld auf. Ne, das ist dann also nicht das, was wir wollen. Wir versuchen das jetzt mal so. Starte Super Siri. Was geht? Ja, und dann könnten wir dann direkt mit ihr reden. Es kann sein, dass ihr beim allerersten Mal nochmal Zugriff erlauben müsst, dass auf eine gewisse Database oder sowas zugegriffen werden kann. Aber so funktioniert das Ganze. Starte Super Siri. Was geht?
Zeig mir das Rezept für Lasagne. Darf Super Siri eine Verbindung zu apiopenai.com herstellen? Das war das, genau. Da wird einmal gefragt. Wir sagen hier erlauben natürlich. Ein Fehler ist aufgetreten. Ja, sorry, ich habe reingequatscht. Also, starte Super Siri. Was geht? Zeig mir ein Rezept für Lasagne. Zutaten: 500 Gramm Lasagneblätter, 500 Gramm Rinderhack, 2 Zwiebeln, 2. So, und da habt ihr das Lasagne-Rezept. Ne? Wer das jetzt nachkochen will, viel Spaß dabei. Wer lieber Super Siri nachbastelt, ihr wisst, wie es funktioniert. Links in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich über einen Like natürlich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei Me Apple Cat. Macht's gut.